Wir kommunizieren heute mehr als in den vorangegangenen Epochen und uns stehen immer mehr Informationen zur Verfügung. Die Menge an gespeicherten Daten entsprach laut Hilbert im Jahr 1986 2,6 Exabyte. Jährlich erhöht sich diese Zahl um 30%. Und so werden heute angeblich während einer einzigen Schulveranstaltung mehr Daten erzeugt als im gesamten Mittelalter. Jeder Mensch erhält eine Unmenge an Informationen und steht vor der Herausforderung, diese zu strukturieren und zu organisieren. Nach den Normen gibt es zwei Orte für das Wissen: den Kopf und die Welt. Alles, was wir in die Welt auslagern, müssen wir uns nicht merken. Alles, was wir im Kopf behalten, müssen wir nicht suchen. Wissen im Kopf und in der Welt spielen zusammen. Keines geht ohne das andere. Wissen, das wir in die Welt auslagern, sollten wir so organisieren, dass die Suche überschaubar bleibt. Wie organisiere ich Wissen mit Hilfe von digitalen Medien und wie verteile ich Wissen? Das Digitale kann hier einige Vorteile bieten, zum Beispiel die örtliche Verfügbarkeit und die besseren Möglichkeiten der Organisation. Die Organisation von Terminen wird durch digitale Kalender leichter, weil sie mit Handy, Tablet und PC unabhängig vom Ort verfügbar sind und so auch mit anderen leicht Termine synchronisiert werden können. Für die Organisation von Wissen bietet es sich an, auf eine Notizbuchsoftware zurückzugreifen. Ein Beispiel dafür wäre Evernote, ein anderes OneNote. Bei beiden ist es möglich, Registerkarten anzulegen, zu gruppieren, Texte, Bilder, Videos einzufügen und Inhalte bei Bedarf auch für andere freizugeben. Zur Speicherung von Links sind Social Bookmarking Tools sehr hilfreich. Eines davon ist beispielsweise Digo. Interessante Seiten können hier abgelegt und mit Schlagworten versehen werden und es können auch Notizen hinzugefügt werden. Dadurch hat man seine Bookmarks nicht nur lokal gespeichert. Spannend! Bei den soeben vorgestellten Online-Notizbüchern oder beim Bookmarking-Tool ist auch, dass mit diesen Wissen nicht nur organisiert, sondern sehr einfach, oft nur mit einem Klick distribuiert, sprich verteilt werden kann. Dieser Spielart des Wissensmanagements, dem Distribuieren von Wissen, kommt vor allem, aber nicht nur, in Bildungssettings eine wesentliche Bedeutung zu. Eine Vielzahl an Anwendungen und Diensten können das abnehmen bzw. unterstützen. Online-Mindmapping-Tools wie zum Beispiel MindMeister oder BubbleUS bieten etwa die Möglichkeit, ein Themengebiet visuell darzustellen und dieses per Mausklick oder mit einem Wisch am Schirm für andere freizugeben oder zu verteilen. Prinzipiell bieten alle gängigen Cloud-Speicherlösungen wie Office 365 von Microsoft neben zahlreichen anderen Funktionen auch die Möglichkeit, einzelne Dokumente per Mausklick zu teilen oder ganze Ordner ganz einfach zur Verfügung zu stellen. Auch wenn E-Portfolio-Systeme eigentlich das vorrangige Ziel verfolgen, Lernende dabei zu unterstützen, in sogenannten digitalen Sammelmappen ihren Lernprozess zu dokumentieren, zu reflektieren und oder zu präsentieren, bieten diese Systeme wie beispielsweise Mahara auch Distributions- bzw. Präsentationsmöglichkeiten. Sehr gut für die Wissensdistribution eignen sich insbesondere Lernmanagementsysteme. Wir zum Beispiel Moodle, Elias oder LMS.at können Inhalte für die Zielgruppe passend zusammengeführt und Step-by-Step freigegeben werden. Das ermöglicht eine transparente Übermittlung und bietet den Vorteil, dass Lernende von überall zugreifen können. Unerwähnt sollte jedoch nicht bleiben, dass Lernmanagementsysteme weit mehr können. Sie ermöglichen und unterstützen Kommunikations-, Kooperations- sowie Kollaborationsprozesse, bieten unterschiedliche Aufgaben und Lernmöglichkeiten bzw. Werkzeuge und unterstützen den Verwaltungs- und Organisationsprozess, etwa bei der Benotung. Spannend ist jedenfalls, dass man die Chancen, Besonderheiten und Spezifika der einzelnen Tools und Anwendungen für die Wissensdistribution nutzen und alle Anwendungen für seine Bedürfnisse der Wissensdistribution orchestrieren kann. Beim öffentlichen Bereitstellen von Lerninhalten ist die Auszeichnung als OER, Open Educational Resource, sinnvoll.
So ist ein kostenloser Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen möglich und vor allem klar ersichtlich. Eines noch zum Schluss. Bei der Nutzung digitaler Medien sind immer auch die rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen. Zudem sind nicht alle Dienste für die Nutzung in jedem Alter erlaubt. Werfen Sie hierbei immer wieder einen Blick auf die AGBs.